Yo Leute, Sieden hier am Start und willkommen zu einem neuen Tokyo Revengers Video und damit zu meiner Review von der neuesten Episode. Wir sind am Start mit Folge 6, heute einen Tag später, sonst mache ich das immer sonntags in einem Double Upload, aber dieses Mal gibt's das an einem Montag. Wir werden also über die neueste Episode sprechen, die auf jeden Fall zensurtechnisch nicht so betroffen wurde. Also da haben wir wieder eine relativ normale Folge, kann man sich auch wieder auf Crunchyroll geben. Ansonsten eine inhaltlich sehr starke Folge. Wir bekommen die Vergangenheit von Mikey und von Draken zu sehen, also wie die beiden sich kennengelernt haben quasi und den ganzen Konflikt gegen Möbius, den sehen wir auch. Wenn es euch gefällt, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und natürlich ein Abo auf dem Kanal, wenn ihr nichts mehr zu Tokyo Revengers verpassen wollt. Und an dieser Stelle können wir loslegen mit der Review, mit Folge 6 und dem ganzen Thema gegen Möbius. Beim letzten Mal sind wir ja nicht so inhaltlich reingegangen, das haben wir inhaltlich ein bisschen schleifen gelassen wegen dieser gesamten Zensurthematik. Ich werde darüber jetzt nicht mehr sprechen. Ich habe ja letzte Woche ausführlich über dieses ganze Thema gesprochen, außer es wird nochmal eine Folge geben, wo das richtig heftig zur Geltung kommt. Also wenn komplett die ganze Folge Schwarzbild ist auf Crunchyroll oder so, dann kann man da nochmal kurz drüber sprechen. Aber ansonsten lasse ich das erstmal. Ich beziehe mich natürlich auf das unzensierte Material, beziehungsweise wenn wir solche Folgen haben, wo gar nicht wirklich ein großer Unterschied zu erkennen ist, dann beziehe ich mich auch auf die normale Folge. Also ich meine, dann kann man natürlich auch die Folge auf Crunchyroll normal schauen, aber ich will jetzt nicht jede Woche über die Zensur reden, das nur nochmal zu dem Thema. Wir knüpfen genau dort an, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Der Konflikt gegen Möbius geht weiter oder beginnt quasi. Wir haben ja den Startschuss dafür bekommen, dass Pachin, ein Gründungsmitglied oder ein Mitglied der Tokyo Manji Gang, ein Kollege von Draken und Mikey, eben sich rächen möchte an der anderen Gegnerpartei Möbius, die eine Freundin von ihm oder die Freundin von einem Kollegen von ihm eben vergewaltigt haben, geschlagen haben, misshandelt haben, wie auch immer. Wo wir dann natürlich die Krankenhausszene bekommen haben. Draken und Mikey sind dorthin gegangen, haben sich bei den Eltern entschuldigt. Wir haben ein bisschen das Gefüge zwischen diesen beiden Charakteren kennenlernen können. Inwiefern Draken für Mikey wichtig ist, dass er das Herz von Mikey darstellt. Und das kriegen wir in dieser Episode nochmal ein bisschen weiter näher gebracht. Also das haben wir letztes Mal schon bekommen, aber in dieser Folge kommt es nochmal ein bisschen stärker rüber. Denn Mikey verbirgt in sich quasi eine dunkle Seite und das Licht in ihm ist nicht so wirklich richtig zu erkennen. Er braucht halt Draken, damit das ein bisschen näher kommen kann oder damit er ein bisschen mehr scheinen kann. Das wird aber im Laufe von Tokyo Revengers noch weiter bestärkt und befeuert. Also das werden wir im Laufe der Serie noch weiter sehen können oder erkennen können. Draken ist also wichtig für diesen Charakter und wir kriegen hier den Flashback. Takemichi ist natürlich auf der Hut, beobachtet die beiden die ganze Zeit. Der Kampf wird vermutlich die nächsten Folgen auch beginnen gegen Möbius. Wir haben ja auch den Cliffhanger jetzt hier in dieser Folge bekommen und der Flashback startet hier. Wir sehen, wie die beiden sich kennengelernt haben. Wir bekommen erstmal die Einführung von Draken. Ich weiß noch, als ich den Manga gelesen habe, war das ein Special Kapitel, wo wir Drakens Vergangenheit gesehen haben, dass er ohne Eltern großgezogen wurde, also in einem Freundenhaus sozusagen, wird ja auch in der Folge gesagt, dass die ganzen Prostituierten sich mit ihm immer, ja nicht vergnügt haben, aber er mit denen halt mehr zu tun hatte, als mit Elternteilen oder so, also das ist schon auf jeden Fall eine Sache, wo ich sagen muss, Draken, bester Mann, ist auf jeden Fall ein guter Charakter und er hat sich schon relativ schnell in seiner Kindheit prügeln können, hat sich ein Tattoo machen lassen von diesem Drachen in der 5. Klasse oder so, das ist auf jeden Fall schon ziemlich krass, dass er direkt ein Zeichen setzen wollte, auch bei seinen Mitschülern, dass er der Krasse ist, wobei man sagen muss, dass in seinem Flashback hier in der Folge natürlich auch relativ schnell rüberkommt, dass er nicht der krasseste zu sein scheint. Es gibt tatsächlich auch Leute in seiner Kindheit, die krasser sind als er und vor denen er Respekt hat oder mit denen er sich besser nicht anlegen würde. Und dann kommt natürlich Mikey in sein Leben, der das komplett in den Schatten stellt, der diese Leute fertig macht und sich dann sogar mit Draken anfreundet, ihm dann sogar auch den Spitznamen Kenshin gibt,
was Crunchyroll irgendwie immer mit Kenny übersetzt. Keine Ahnung warum, aber das nochmal dazu. Wir haben auf jeden Fall diese Vergangenheit der beiden Charaktere und wie sie zueinander gefunden haben. Mikey, der damals aussah wie der größte Milchbubi, aber natürlich auf jeden Fall sehr, sehr krass schien und das halt auch zeigen konnte. Also, wir werden da auch noch weitere Flashbacks zu bekommen, zu beiden Charakteren, zu Mikey natürlich auch, aber was auf jeden Fall direkt ins Auge fällt, ist die Tatsache, dass Mikey ohne Draken ziemlich lustlos wirkt, als hätte er keine wirklichen Emotionen oder als könnte er sich nicht wirklich kontrollieren, als hätte er kein Interesse an irgendetwas und durch Draken wird das erst ein wenig erweckt oder er kann dadurch ein bisschen menschlicher werden. Das kommt auf jeden Fall rüber. Das war ja auch die Szene in der letzten Episode mit dem Krankenhaus, wo er Mikey extra dazu gebracht hatte, sich vor den Eltern zu verbeugen, um eben sein Leid auszudrücken. Das ist auf jeden Fall eine Stelle gewesen, die definitiv Impact hatte. Wir kommen dann weg von dem ganzen Flashback-Thema und gehen wieder zurück in die Gegenwart. Naoto und Takemichi wollen dann Ozanai befragen. Ozanai, der Anführer von Möbius, zu der damaligen Zeit, wo das alles passiert ist, mit dem Anschlag auf Draken und so weiter. Dementsprechend wollen sie von ihm wissen, was passiert, damit Takemichi das Ganze in der Vergangenheit eben ändern kann, wenn er zurückreist. Aber aus ihm kriegen sie nicht wirklich viele Informationen raus. Es stellt sich eben heraus, dass eine Person, eine wichtige Person, einen Keil zwischen Mikey und Draken gebracht hatte, sodass die beiden sich eben gestritten haben. Und im Laufe der Episode wird sogar tatsächlich ein wenig offenbart. Und ich weiß an dieser Stelle, als Manga-Leser ist das nicht die hundertprozentige Schlussfolgerung aus dieser Sache, aber man bekommt die leichte Vermutung, dass durch die Taten von Takemichi selber ein Keil zwischen Mikey und Draken gebracht wird. Also er geht quasi in die Vergangenheit, er spricht das ganze Thema an, ja, wollen wir das mit Möbius nicht aufhalten? Mikey ist der Meinung, nein, wenn ich sage, wir kämpfen, dann kämpfen wir auch. Und Draken ist der Meinung, hey, wollen wir nicht eher das Ganze nochmal bedenken? Wollen wir Möbius nicht nochmal eher begutachten und schauen, ob es da nicht irgendwelche Leute gibt, die das extra so anzetteln? Und dadurch entsteht hier am Ende der Episode schon so ein kleiner Konflikt zwischen Draken und Mikey und der Zuschauer und vor allem auch Takemichi selber bekommt den Eindruck vermittelt, scheiße, nur wegen Takemichis Taten ist das eben passiert. Wir haben dann ebenfalls noch eine Szene zwischen Takemichi und Akun, die ich auch wichtig fand, die ich auch schön fand, dass man gesehen hat, dass Akun auch selber Träume hat. Also sein Kollege, Takemichis Kollege, dass er auch Träume hat, dass er Friseur werden möchte. Dann haben wir das Ende der Episode. Möbius Gruppe kommt dann in die Lagerhalle oder zu dem Treffpunkt von Mikey, Draken, Pachin und Pechin oder Peja. Ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt ganz genau. Auf jeden Fall die Mitglieder. Wir sehen dann den Anführer von Möbius, Ozanai, wie er auch wieder am Start ist. Und Takemichi muss sich definitiv überlegen, was seine nächsten Schritte hier sind, damit er das Ganze aufhalten kann. Ich bin sehr gespannt, wie die Adaption weiter vorangehen wird, wie viele Folgen wir insgesamt bekommen, wo es aufhören wird natürlich und wie die nächsten Dinge, die nächsten Ereignisse umgesetzt werden im Anime. Ich bin sehr froh, dass die Verkaufszahlen von Tokyo Revengers weiter ansteigen. Da werden wir morgen im Video auch definitiv nochmal zu sprechen kommen. Morgen gibt es an dieser Stelle auch nochmal ein News-Video, was das betrifft. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich sehr drüber freuen. Lasst mir natürlich wie immer gerne eure Meinung zur Folge, zu Draken, zu Mikey und zu Ozanai vielleicht auch unten in den Kommentaren da. Und damit wär's das. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und ciao.